Einen recht schönen guten Tag, da ist wieder mal der Meier Werner. Und wenn der am Rechner sitzt oder an seinem Laptop, dann geht es um was genau. Und zwar geht es heute um meinen Umstieg. Ja, genau. Also von Rohtherapie zu Talktable hin. Genau den Grund will ich heute euch anhand ein paar Beispiele euch erklären. Okay, gehen wir gerade direkt drauf los. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Video werden will. Lassen wir uns einmal überraschen. Also Darktable, an und für sich ist Darktable eine sehr, sehr gute Software. Ja, nicht nur, weil sie Open Source ist, sondern weil sie auch wirklich einen Haufen bieten kann. Ja, habe sehr gute Erfahrungen gemacht, ja, aber mir reicht es nicht aus. Vor allem, wenn man noch andere Fotografien machen möchte. Genau, auf das haben wir jetzt auch gerade gewartet, ja, auf das Farbschema. Und ich erkläre euch heute mal, warum ich Darktable bevorzugt behandle. Ja. Keine Angst, Rohtherapie bleibt nicht treu. Ja, ich werde weiterhin Videos machen, aber vorrangig wird es jetzt Darktable sein, weil einfach die Möglichkeiten viel, viel größer sind. Ja, okay, ich denke mir ein paar Darktable für Windows 64-Bit. Das muss ich auch noch sagen, 64-Bit. Ja, ich werde dann noch den Link zum Video hinzugeben. Könnt ihr es dann runterladen? Ja. Ich werde es also unten in der Videobeschreibung hier bei YouTube reinhängen. Genau. Und dann könnt ihr euch das Programm dann runterladen. Ja, wenn ihr Lust drauf habt. Ja. Aber ich schicke schon mal voraus, dass das nicht für Anfänger geeignet ist. Ja. Weil es doch ziemlich komplex ist und weil es noch Englisch gesprochen ist. Ja, also ich muss mich da auch noch durchwursteln zuerst. Da mein Englisch nicht gut ist. Okay, lassen wir mal los und schauen mal rein. Ja. So sieht es eigentlich aus. Es ist fast ähnlich im ersten Schritt wie Rohtherapie, ja, hat aber andere Eigenschaften. Ja. Man sieht hier, kann man Snapshotting machen. Ja, da kann man ein Vor-Nachher-Bild erzeugen. Man hat das Histogramm, ja, die History. Genau, Color Picker hat man hier. Was das genau ist, muss ich mir noch zuerst aneignen. Ja. Daging, oder wie sich das nennt, ihr merkt schon, mein Englisch ist nicht so super. Ja. Dann IMAG Information, ja, da sieht man dann eben alle Eckdaten, ja, die man so benötigt. Genau, ja, da sieht man dann. Mit was man da geschossen hat. Das werde ich dann für Darktable-Videos dann mehrfach aufschalten. Ist klar aufgelistet, wie man wie was eingeschaltet hat. Ja, genau. Und was haben wir sonst noch? Ja, den Mask Manager, den man dann auch viel braucht. Ja, das ist eben ein Grund. Hier kann man mit Masken arbeiten. Also man muss nicht gezwungenermaßen dann auf GIMP oder Lightroom oder Pipapo umsteigen, sondern man kann alles hier aus dieser Plattform, aus dieser Software ziehen. Und das ist der Grund. Ja, ich habe langsam die Nase voll, immer wie mehr Software aufzustarten, um endlich ein Endergebnis zu erhalten. Das hat sich damit eben hier erledigt. So, das schalten wir mal weg, die Seite. Genau, dann haben wir hier unser Histogramm in allen Farben, Rot, Grün und Blau, sogar mit Kurven kann man auch einschalten. Genau. Dann kann man natürlich ein Großbild erzeugen, wenn man da auf die Seitenpfeile geht. Ja, und natürlich, wie bei Darktable, auch hier kann man sein Bild größer machen. Dieses ist jetzt noch gar nicht bearbeitet. Das ist so, bis zur Kamera rausgekommen ist. Ja. Und das ist ja die Rohdatei. Ja. Also es kann fast alle Kameras dieser Welt
aufnehmen. Ich sage jetzt mal fast, ja. Ich habe heute mal so bei Tagtäbe rumgestöbert und das sind dann recht viele. Ja, genau. Welche genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber es sind doch recht viele, genau. Was macht das Programm so speziell? Es sind die schier unendlichen Möglichkeiten schon nur von der Auswahl hier, die man treffen kann. Ja, ihr seht jetzt bei hier Kontraste, Shadows, grob. Grob ist zum Zuschneiden. Ja, damit kann man zuschneiden. Man kann ein Bild nehmen und dann zuschneiden. So, ja. Bis man es auf der Größe hat, wie man es haben möchte. Ja. Man kann es auch verschieben. Man kann es auch verschieben und immer noch kann man das Bild zuschneiden. Es braucht etwas Übung. Es ist anders als die anderen, die man kennt. Ja. Und wenn man dann draufklickt, doppelklickt, so erhaltet man dann den Zuschnitt. Ja. Mache ich jetzt aber nicht. Ja. Und wieder Normalposition. Ja. Was hat man sonst noch für Möglichkeiten? Machen wir mal Folgendes. Ich will jetzt etwas schärfen und nur etwas. Ja? Und jetzt habe ich die Möglichkeit, jetzt muss ich mal zuerst schauen, wie gesagt, Sharping, hier ist es. Jetzt habe ich die Möglichkeit, über eine Maske oder eine Maske zu erzeugen. Ja? Also ich kann das jetzt mal größer ziehen und dann kann ich den Stift hier nehmen und jetzt seht ihr es dann schon, ich werde jetzt dann hier, wow, will das nicht. Gehen wir nochmal drauf, ja. Ihr seht schon, ich bin da noch nicht so geübt, ja. Bei Sharping gehen wir hier drauf und dann kann man hier das Bild nachschärfen. Also ich mache das jetzt nochmal. Vielleicht geht es jetzt. Ja. Also ich kann einfach sagen, ich mache jetzt das da hier. Normalerweise kann man den Kreis größer machen. Ja. Und dann kann ich diesen Flecken hier und all das andere Zeugs, das mir noch schärfer erzeugen sollte, kann ich dann schärfen. Ja. Ich kann also hier zum Beispiel sagen, okay, ich gehe jetzt mal hier hin. Ja, genau. Ich kann das aber auch mit einem Kreis machen. Hier. Dann kann ich den Kreis vergrößern, wie ich lustig bin. Kann ihn verschieben. Ich kann auch den äußeren Kreis kleiner oder größer machen. Und kann dann das dementsprechend nachschärfen. Also ich muss nicht irgendwie auf eine andere Software umsteigen, um das hinzubringen. Ich lösche das jetzt mal. Aber wir das jetzt nicht so brauchen. Ich kann es aber auch normal schärfen. Das geht auch. Also ich muss nicht über ein spezielles Tool gehen hier. Ja. Muss ich nicht. Ja. Oder so. Sondern ich kann es auch normal brauchen. Und das ist ja das Schöne dran. Ja. Also ich habe mehrere Möglichkeiten, diese Software zu benutzen. Ich kann zwar die Schärfe hochziehen und dann seht ihr schon, dass die Kanten hier viel schärfer erscheinen. Ja, ich kann auch hier noch etwas nachhelfen, um es dann wirklich so zu bekommen. Ich kann, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich ein Bildrauschen habe, ja, da sieht man es, das Bildrauschen. Ja, hier. Ja. Dann kann ich über die Neus Brillant hingehen
und kann das dann einschalten. Das kennt man ja schon von Rohtherapie. Schaltet man das ein, dann lässt man es kurz arbeiten. Solange es Work draufsteht, ist er noch am Arbeiten. Das geht dann schon viel schneller, aber jetzt sieht man schon, wie sich das langsam, aber sicher viel weniger Verunreinigung drin hat. Das kann man natürlich auf die Spitze treiben. Man kann es auch übertreiben. Ja. Also es ist nicht ganz das erste Mal, dass ich mit Dark Table arbeite. Ich habe schon vor 2 Jahren mal dran rumgewerkelt und war schon damals sehr, sehr positiv überrascht. So, jetzt haben wir auch kein Bildrauschen drin. Genau. Jetzt kann man das wieder schön in die Mitte ziehen. Und in Sachen Bildbearbeitung oder Farben oder so gehe ich meistens dann auch über dieses da hier. Und da kann man dann auch speziell über Tools ganz spezifisch an die Sache rangehen. An die Sache rangehen, ja. Lassen wir mal das arbeiten. Ich kann also jedes einzelne Ding für sich nacharbeiten und ohne dass ich eine Zusatzsoftware brauche. Ja. Also ich kann das jetzt hier den Black, also den Schwarzregler, kann ich jetzt hier nutzen und dann macht er Folgendes mit dem Bild. Es wird ein wenig dunkler und kontrastreicher. Also noch mehr als es jetzt ist. Und wenn mir dann das etwas zu dunkel ist, Entschuldigung, ja, hatte ich da gerade was gemolken. Wenn mir dann das zu dunkel ist, kann ich es dann immer noch auffrischen. Hier mit X. So. Und so kann ich dann meine Bilder nachbearbeiten. Und ihr seht schon, wie feinfühlig das dieses Programm ist. Und deswegen werde ich dieses Programm benutzen wollen. Ja, auch für Sternenfotografien eignet sich das sehr gut, weil man in der Sternenfotografie, wenn man Milchstraße fotografiert, viel exakter arbeiten kann, ja, als bei Rohtherapie. Genau, ja. Obwohl Rohtherapie, wie gesagt, ist für Anfänger oder Hobbyfotografen sehr geeignet. Hier bei Dark Table ist es dann wirklich schon für Fortgeschrittene, ja, und Semi-Amateure, ja, und Profis. Genau, die sich dann da richtig auseinandersetzen wollen. Ich zeige jetzt euch nochmal den Zuschnitt. Ja. Das werden wir jetzt dann gerade machen. Muss jetzt also gleich wieder schauen, wo man da hin muss. Grob. Und jetzt muss man das Bild verkleinern, um dann dahin zu kommen. Ja. So, schauen wir nochmal, ob wir das Bild dann in die Richtung bringen. Dann werde ich dann euch auch zeigen. Genau, so machen wir das. Und dann schneiden wir hier auch noch rum. Also wir cutten so richtig. Ja. Könnten jetzt eigentlich diese Blume stehen lassen ein wenig. Das schauen wir dann mal. Genau. Da gehen wir noch ein wenig rauf. Am Ende liegt es dann doch bei mir, dass ich nicht aufgepasst habe. Ja, aber das ist ja mehr so zum Zeigen. Und wenn ich jetzt da einen Doppelklick drauf mache, dann wird Folgendes passieren. So, jetzt ist es zugeschnitten. Dann, ja, sobald er dann das erschaffen hat. Ja. Warte mal ab. Solange es Working steht, ist er noch am Arbeiten. So, und jetzt haben wir den Zuschnitt. Es funktioniert halt doch ein wenig anders als bei Rohtherapie. Ja, aber das Ergebnis lässt sich blicken. So, und jetzt, wenn man das speichern will, ist es fast ähnlich. Man muss hier dann seinen Speicherort eingeben. Man muss natürlich den File, wohin speichern soll, ja, muss man angeben. Muss man hier angeben. Genau. In welche
Datei, dass man das gerne haben möchte. Ja, und ihr seht schon hier, ist das etwas anders. Ja, es ist etwas anders. Genau. Ich werde jetzt aber hier zu meinem Testordner gehen. Werde hier dann das Bild abspeichern. Ja, genau. Ich werde es dann hier auf JPEG machen. Ja, da habe ich dann die große Wahl. Ich kann Web, ich kann TIFF 8, 16, 32 Bit kann ich sogar gehen. 16 und 32 Bit. Ihr seht schon, das ist viel, 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 viel anders als das, was ihr so kennt. Hä? Ja, aber wir machen das jetzt auf JPEG und wir werden das jetzt darüber schmeißen. Dann werde ich dann das Bild hier zum Video geben, für in die Gruppe rein, genau, bei Facebook und bei Google Plus. Bei Google Plus, ich werde da noch einen Link reinschmeißen. Da werdet ihr dann verwiesen auf meine Google Plus Albums, wo ich eben Rohtherapie schon drin habe. Und ich habe gestern Abend noch speziell ein Album angelegt für Dark Table. Genau. So, jetzt wisst ihr ungefähr, warum dass ich umsteige. Das Programm ist natürlich noch viel, viel mehr. Ja, es kann, wenn man es versteht, sogar mit Timelapse umgehen. Ja, also ihr seht, es ist schon fast ein Schweizer Taschenmesser. Genau, passt doch gut zu mir. Ich komme ja aus der Schweiz. Hi. Ja, wenn dann dieses Bild endlich dann drüben ist, warten wir noch ein wenig, weil es ist wie mit allem, wenn dann dementsprechend Informationen verarbeitet werden müssen zum Entwickeln, braucht das einen Moment. Genau. Und wenn ich jetzt da eben noch das Videoscreen schalte, dann braucht es eh noch ein wenig länger. Genau. Und deswegen werde ich jetzt kurz mal eine Pause machen. So, mittlerweile ist es durchgelaufen, ist doch nicht so lang gegangen. Genau, ich habe mich jetzt auf eine längere Zeit eingestellt. Also es setzt auch die Bilder, die man hier bearbeitet hat, sehr schnell um. Ja, das ist bei Dark Table dann eben nicht so. Kommt aber auf die Rechnungsleistung auch drauf an, wie schnell es der Rechner ist. Meiner ist jetzt nicht mehr der schnellste. So, gehen wir hier mal zurück und gucken uns das Bild an. Das ist das fertige Bild. So ist das mit diesen Blumen vor meiner Haustür. Ja, ich sage zwar immer übersättigt, aber die sind wirklich sehr, sehr stark. Ja, und wichtig war mir auch, und das muss ich dann auch noch besser lernen, die ganzen Strukturen rauszuarbeiten. Ja, man sollte vielleicht die Rottöne etwas zurücknehmen. Das kann man ja sowohl auch bei Rottherapie wie bei Dark Table. Ja, aber hier kann man einfach eine Pflanze dann anmalen und dann schafft man es eben nur diese Pflanze dann ihr Rot etwas zu reduzieren. Ja, das kann man nicht mit jedem Programm, außer man kauft sich noch ein zweites dazu. Ja, wie jetzt bei Photoshop. Ja, und dann muss man umsteigen auf Lightroom. Also man braucht schon zwei Softwaren, wenn man ein Bild bearbeiten möchte. Ja, und so hat man dann eben eine Software, wo man alles in einem hat. Genau, und erst noch gratis zu erhalten. Also ist gratis. Wie gesagt, ich werde dieses Bild dann auch in die Gruppe reinhängen, zusammen mit dem Video. Ja, den File für, also den Link für die Software von Dark Table werde ich unten in die Videobeschreibung hier bei YouTube reinhängen. Okay, abonniert meinen Kanal, lasst auch einen Daumen droben bei YouTube oder einen Daumen nach unten. Ich würde mich freuen, euch als Abonnenten begrüßen zu dürfen. Ja, und so bleibt ihr dann auch immer auf dem Laufenden. Genau, okay, ich wünsche euch was. Weil es heute Sonntag ist, genau, wünsche ich euch einen schönen Sonnabend. Ja, der kommt auch schon bald. Und bis später. Mein Name ist der Meier Werner. Ich bin Hobbyfotograf und Videograf. Tschüss.